Maßen beteiligt waren oder Ihre verstärkt? Sicher nicht stärker. Danke vielmals, Herr Dokopin. Hier geht es sehr aufgeregt zu, auch der Otto Baric ist natürlich aufgeregt. Worüber empören Sie sich so? Das Problem war das, dass von Anfang hat Rapid Sputnik gespielt. Schiedsrichter hat alles erlaubt. 5-6 Mal waren Schläge mit einem stellvertretenden Spieler. Dass ein Hermann so reagiert, ist deshalb, wenn jemand die Schlag. Selbe Kotjan, er hat Ball abgespielt, war absichtlich. Und wir haben hier drei schwerverletzte Spieler. Rapid, das komplette Spiel orientiert nur auf irgendwie auf Schlagen. Das ist nicht Fußball. Das heißt, dieser Pokal, den Sie jetzt hier gewonnen haben, der Memphis Supercup, der freut Sie überhaupt nicht unter diesen Umständen? Ich habe fünfmal gespielt, fünfmal diesen Pokal genommen. Das ist für uns uninteressant. Wir wollen Fußball spielen. Rapid, zweiter versucht überhaupt nicht Fußball spielen. Alle Spieler sind entfernt, sind unglücklich. War das nur Rapid oder war Ihre Mannschaft nicht daran auch beteiligt? Wir waren auch hart, aber Rapid war schmutzig hart. Das ist etwas anderes, weil diese alle faul, wie jetzt bei Hermann, wie bei Kotjan, sind faul, was Spieler können Füße verlieren. Anderes Duell, harte Duelle. Ist damit die Stimmung vor Beginn der Saison schon vergiftet? Nein, vergiftet ist nicht, nur wir wissen, wie müssen wir das nächste Mal gegen Rapid spielen. Weil wir kennen physisch mehr, wir sind stärkere Mannschaft und wir können auch härter spielen, wenn diese wollen. Würden Sie sagen, dass Ihre Mannschaft heute, gehen wir jetzt weg von den Fouls, doch so gespielt hat, wie Sie sich das für die Meisterschaft vorstellen? Nein, wir haben besser gespielt als Rapid, wir haben gut gespielt, aber wir haben nicht so gespielt, wie wir können. Gott sei Dank, das habe ich Jancula herausgenommen. Er wäre sicherlich auch Opfer von dieser. Weil es sind hier drei, vier Spieler, was nur suchen Beine bei Gegnern. Haben Sie ihn herausgenommen, weil Sie ihn jetzt hereinnehmen werden, nämlich in den Kader von Salzburg? Sicher wird er ist ein sehr guter Spieler. Wie schaut es aus mit dem albanischen Stürmer, der in Eisenstadt getestet wurde? Das ist ein sehr guter Spieler, das muss ich mit meinem Präsidenten sprechen, weil es leider ein fünfter Ausländer. Alles klar, danke vielmals Otto Baric. Hier erfolgt jetzt noch die Siegerehrung. Für Salzburg, da haben wir noch den Otto Konrad,